Du siehst aus wie neugeboren. Haha, danke. Dein Haar sieht aus wie... Was war das? Die runtergeschluckte Bosheit. Es ist heute sehr viel netter, mit dir zu reden. Ja, sonst bist du ein echter Niesmacher. Hast du gerade Niesmacher gesagt? Aha, aber jetzt hast du ein neues Kapitol aufgeschlagen und bist treu. Schön, dass es auffällt. So, Leute, kommt mal zur Ruhe, bitte! Kannst du das wirklich bei dir behalten? Es ist eine Menge Gift, aber ich glaube, mein Körper gewöhnt sich dran. Pass auf, dass du kein Magengeschwür kriegst. Den Punkt habe ich überschritten. Viele kriegen Probleme mit ihren Innereien, aber du kriegst Probleme mit deinen Außereien. Wo kommt das her? Keine Ahnung. Was ist hier los? Hey, Masami, ich habe nachgedacht. Ich will dich einladen. Findest du denn, ich bin zu ausladend? Anschlussfehler bei der Frisur. Nein, ich meinte, wir sollten ausgehen, wie bei einem Date. Klar doch, wir treffen uns viertel nach nie. Oh nein, was denn? Die Büchsenlacher, die schlechten Witze, die Natur hasst das Leere. Und ich glaube, Tobias hat Gumball in der grandiosen Sitcom unseres Lebens als Loser ersetzt. Hey Claire, ich habe nachgedacht. Ich will dich einladen. Und nein, du bist nicht zu ausladend. Mit Losern gehe ich eigentlich nicht aus, aber ich bin beeindruckt von deinem Selbstvertrauen. Bis heute Abend. Ja, aber ich sorge mich mehr um Gumball. Er ist jetzt beliebter, aber ob seine Leber mit dieser ganzen Galle klarkommt, die er jetzt bei sich behält? Entschuldige, dass ich vorhin so gemein war. Es ist echt mutig von dir, mich einzuladen. Also, bis heute Abend. Geschichte übers Fremdgehen? Das abgedroschenste Sitcom-Szenario aller Zeiten! Dieser bunte Dummschwätzer klaut die Rolle für 2 Minuten und schon werden wir von bescheuerten Sitcom-Klischees überschwemmt! Hey, Alan, weißt du noch, dass ich mal versucht habe, mit Carmen auszugehen? Nein, ich war nicht da. Und ich will klarstellen, dass Carmen meine Frau... Oder weißt du noch, wie ich Masami daten wollte? Schöne Zeiten waren das. Oder als ich mit Carrie ausgehen wollte. Kannst du bitte damit aufhören? Ich erinnere mich nicht. Ich sehe doch nur, wie du nach oben guckst. Der Kerl verwandelt unser Leben in langweilige Rückblenden. Meine Durststrecke ist vorbei. Heute Abend treffe ich nicht nur eine, sondern 2 Schnecken. Ja, mal abgesehen davon, dass es moralisch doof ist. Du müsstest zur selben Zeit an 2 Orten sein. Kriege ich hin. Ich bitte einfach meine geniale Schwester um Hilfe. Anais! Was ist los? Wieso lispele ich? Was? Nicht nur, dass der Kerl als Loser erbärmlich ist. Er übernimmt auch noch Gumballs ganzes Leben und wird es mit Sicherheit ruinieren. Was sollen wir tun? Wir werden ihn ausschalten. Nein, wie wär's, wenn wir Gumball überreden, wieder der Alte zu sein? Ja, na klar. Das machen wir zuerst. Und dann... Komm mit. Beeil dich, Anais, oder wir kommen zu spät zum Musikwettbewerb. Oh, jetzt ändert er noch mittendrin die Geschichte. Komm runter. Nein, er ruiniert die ganze Storyline. Meine Storyline. Hey, Alter, du musst wieder der Loser sein. Was zum... Gumball, du musst wieder der Loser werden, der du warst. Auf keinen Fall, ich bin jetzt beliebt. Alter, was kaufst du denn da? Tja, irgendwas zwischen meinen Zähnen oder ein Stück meiner Zunge. Du vergiftest dich selbst. Das ist doch wurscht. Ich bin wie dieser römische Kaiser, der jeden Tag Gift trank, um resistent zu werden. Oh, und was ist aus ihm geworden? Sein Palast wurde eingenommen und er versuchte, sich mit Gift zu töten, aber nix. Und dann hackten ihn die Soldaten in Stücke. Okay, es wäre besser gewesen, wenn er sich vergiftet hätte. Aber egal, du siehst doch, dass es kein gutes Ende nahm. Nichts wird meine Meinung ändern. Was war das? Eine ironische Musik. Nein, das war mehr so wie... Ja, der Spannungsmacher geht auf. Moment mal, warum ist es plötzlich dunkel? Die Schule ist doch nicht zu Ende. Glaub mir, das ist nicht das Unlogischste, was hier gerade abläuft. Halt, halt, was geht hier vor sich?